Da draußen ist nicht nur Idylle. Da kannst du mir so ein Risiko eingehen. In einer Welt, in der nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Gefahren lauerten, wagte er den Ritt. Juhu! Ich bin frei, frei wie ein Vogel! Juhu! Ein Traum! Wie man verrückt wird, kann ich euch nicht sagen. Ob es verrückt war, ein Jahr nur mit dem Fahrrad zu verreisen, das müssen andere beurteilen. Ich möchte auf jeden Fall auf das Jahr zurückblicken mit bislang unveröffentlichtem Material. Ein Jahr bin ich mit dem Fahrrad statt mit Bussen, Bahn oder dem Auto gefahren. Ich war in Berlin, in Freiburg, in Aachen, in München und mehrfach im Schwarzwald. Hier bin ich kurz vor Bad Breisig, wenn man von Norden nach Süden durchs Mittelrheintal fährt. Ein Highlight waren die Weinberge in Rheinland-Pfalz. Im Gegensatz zum Mittelrheintal bin ich in der rheinhessischen Schweiz nur wenigen Radfahrern begegnet und hatte die Wege oft für mich allein. Gefilmt habe ich alles alleine. Bei den Drohnenaufnahmen habe ich meistens den Tracking-Modus genutzt. Dieser ermöglicht es auch, dass die Drohne um einen herumfliegt. Dafür braucht es aber ein bisschen Übung, ansonsten kann es nämlich auch mal in die Hose gehen. Die Drohne musste ich da übrigens aus dem Baum schütteln. Kaputt gegangen ist sie zum Glück nicht. Kaputt gegangen ist stattdessen meine Kette. Deshalb musste ich während meiner Reise durch Bayern mit der Bahn zum Campingplatz fahren. Glücklich war ich darüber nicht. Noch unglücklicher war ich, als abends auch noch eine Zeltstange gebrochen ist. Fuck it, ey. Und ein paar Tage später stand ich schon wieder vor einem Radladen, weil mir auch noch eine Speiche gebrochen ist. Von den ganzen Platten will ich gar nicht erst anfangen. Stattdessen geht es um die schönen Momente, die tollen Ausblicke, die ich doppelt genießen konnte, weil ich nicht nur den Blick vom Boden, sondern auch aus der Luft hatte. Mich selbst mit der Drohne zu filmen, war eine geile Erfahrung. Ich hatte die Metaebene im Handgepäck und habe mich durch die Drohne ja selbst beobachtet. Und auch sonst war das Filmen eine willkommene Abwechslung. Und wenn sich dann auch noch solche Blickachsen ergeben haben, habe ich auch ganz schnell wieder vergessen, dass ich die meiste Zeit einfach nur stur in die Pedale getreten habe. Wo der Ausblick am schönsten war, ist immer schwer zu sagen. Ich finde, es kommt auf den Blickwinkel und die Bildkomposition an. Das hier ist ein gewöhnliches Feld an einer Autobahn und auch eine meiner Lieblingsszenen. Besonders schön fand ich aber auch einfach die abwechslungsreiche Landschaft. Ich bin durch Wälder gefahren, über Schotterwege und durch die Nacht. Dafür gab es zur Belohnung diesen Sonnenaufgang. Kennt ihr das, wenn man sich Bilder von eigenen Erlebnissen anschaut und einem das Herz aufgeht, weil so viele Erinnerungen mit den Bildern verknüpft sind? Gefühle, die man nicht in Worte fassen kann, aber man einfach dankbar dafür ist, dass man den Moment festgehalten hat, obwohl man vielleicht in dem Moment gedacht hat, ach, genieß doch einfach nur den Augenblick, statt wieder zu fotografieren. Ich habe das Jahr aber nicht immer genossen und kann nicht behaupten, dass jede Reise wie im Flug verlief. Es waren auch viele anstrengende Momente dabei, aber sehr gern erinnere ich mich an meine allererste Zeltübernachtung. Der Ort war ein Traum und es war nicht das einzige Mal, dass ich an idyllischen Orten aufgewacht bin. Aber es lief eben nicht immer wie geschmiert. Auf dem Rückweg von Berlin nach Düsseldorf bin ich 2 Tage mit einer Kniebandage gefahren, weil ich am Wochenende in Berlin mein Knie nicht richtig beugen konnte. Auch das Wetter war mitunter miserabel. Von Starkregen bis Dauerregen habe ich, glaube ich, alles miterlebt.
Geärgert hat mich, dass Fahrradfahrer nicht von jedem als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden. Mag sein, dass viele Radfahrer ein Verkehrstraining gut tun würde, aber an vielen Stellen würde es auch helfen, wenn die Infrastruktur radfreundlicher wäre und Rad- und Automobilverkehr besser getrennt wären. Meistens war ich aber glücklicherweise abseits vom Straßenverkehr unterwegs und musste mich nicht damit beschäftigen, ob mich Autofahrer beachten, sondern konnte stattdessen meine Beachtung der Landschaft widmen. Ein geiles Jahr und hat trotz großer Anstrengungen viel Spaß gemacht. Abgesehen von wenigen Ausnahmen bin ich ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und bin insgesamt über 12.000 Kilometer geradelt. Bei so vielen Kilometern kommen nicht nur schöne Erinnerungen zustande, sondern das Fahrrad muss auch regelmäßig gewartet werden. Ich habe unter anderem alle Ritzel sowie die Kette gewechselt. Habe ich vorher noch nie gemacht, aber mit Hilfe eines YouTube-Tutorials hat alles gut geklappt. Ich kann euch nur dazu ermutigen, euch ein neues zu wagen. Manchmal scheitert man zwar und das Ergebnis ist nicht wie gewünscht, aber ihr gewinnt auf jeden Fall neue Erfahrungen. Meine hydraulischen Scheibenbremsen habe ich ebenfalls mit Hilfe eines YouTube-Tutorials entlüftet. Das hat aber erst beim zweiten Mal geklappt. Beim ersten Versuch lief das Mineralöl aus der Bremse statt hinein. Wer von euch beim Anblick dieser Bilder selbst Lust auf eine Radreise hat, probiert's einfach aus. Aber denkt beim Wildcampen dran, dass ihr vermutlich nur genügend Wasser für eine Katzenwäsche dabei habt. Deshalb habe ich die meisten Nächte auch auf Campingplätzen übernachtet, weil eine abendliche Dusche ist schon toll. Nee, und dann waren da ja noch mal den beiden Touren durch die Nacht. Vom Ländle ins Dorf. Einmal knapp über und einmal knapp unter 400 Kilometer vom Schwarzwald nach Düsseldorf. Eine fantastische Erfahrung und da es immer am Rhein entlang ging, war die Strecke auch leicht zu fahren. Als ich in Düsseldorf angekommen bin, hat es sich wie eine Mischung aus einem Jetlag, Trunkensein oder auch einer Tagträumerei angefühlt. Nur bei vollem Bewusstsein. Das war so spannend, dass ich nach der ersten Nachttour noch ein zweites Mal mit Sonnenuntergang durch das Mittelrheintal gefahren bin. Das war übrigens der spektakulärste Sonnenuntergang, den ich jemals im Schwarzwald gesehen habe. Und das nur, weil ich Freunde mit dem Rad statt wie üblich mit dem Auto besucht habe. Von der Straße hat man diesen Ausblick nämlich nicht. Ich kann euch deshalb nur empfehlen, probiert öfter mal was Neues aus und lasst euch überraschen, was ihr Neues entdeckt.